Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Q&A. Ihr habt mir nämlich auf Instagram ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich dachte mir, ich drehe einfach nochmal so ein Video, weil ich finde es immer ein bisschen schöner, die Fragen ausführlicher beantworten zu können. Falls du relativ neu auf meinem Account bist, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Also mein Name ist Lara und ich teile auf meinem YouTube-Kanal und auch auf meinem Instagram-Account alles rund um das Thema gesunde Beziehungen, zum Essen aufbauen, Periodenverlust, Lust und vieles, vieles mehr. Ich selber befinde mich aktuell nicht mehr in der Recovery, sondern teile über meine Erfahrungen, die ich damals während meiner Essstörung oder ja, in meiner Recovery eben gemacht habe und denke, dass das eben auch sehr gut ist, das nochmal aus einer etwas reflektierteren Perspektive erzählen zu können und genau, helfe euch dann da einfach mit Gedanken, mit der Recovery und so weiter. Falls dir diese Themen gefallen und dich ansprechen, dann würde ich mich sehr über ein Abo und auch einen Daumen nach oben freuen und dann würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt mit den Fragen. Wie bei jedem Q&A kamen natürlich dieses Mal auch wieder unglaublich viele Fragen zum Thema Zunahme und ich weiß, dass das Thema Zunahme wirklich so, ja, das Hauptthema in der Recovery überhaupt ist. Ich glaube, es gibt keine Frau oder auch Männer sind natürlich auch betroffen von Essstörungen, aber ich spreche ja hier auch viel über das Thema Zyklus und Periodenverlust, von daher gehe ich mal aus, dass meine Community eher weiblich ist. Sich eine Recovery ohne Zunahme wünschen würden oder dass das so die beste Vorstellung wäre, das ist aber allerdings sehr unrealistisch und auch nicht möglich. Und ich kann euch hier oben gerne nochmal das Video verlinken, wo ich ein bisschen mehr über meine eigene Geschichte, mein eigener Weg aus der Essstörung gesprochen habe. Dort bin ich nämlich auch auf die einzelnen Etappen meiner Recovery eingegangen und genau, und eine konkrete Frage, die mich eben erreicht hat, ist, wie ich denn mit meiner Zunahme umgegangen bin. Und es war eben so, dass ich verschiedene Phasen der Essstörung oder auch verschiedene Phasen der Recovery durchgemacht habe. Und ich habe mich natürlich auch im Untergewicht befunden. Nicht super, super lange, also wirklich so ein paar Monate bis maximal ein Jahr lang. Und genau, irgendwann habe ich ja dann auch gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen und ich muss zunehmen, es kann so nicht weitergehen. Und ich muss sagen, dass mir die Zunahme am Anfang da gar nicht so schwer gefallen ist. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber ich wusste, okay, ich muss zunehmen, ich bin im Untergewicht und habe dann auch wirklich mehr gegessen und habe dann auch relativ schnell die ersten, ja, würde sagen so 8 bis 10 Kilo zugenommen und es war für mich auch eigentlich total okay. Also natürlich gab es auch Tage, da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich habe mich eigentlich über die Zunahme eher gefreut, weil ich auch wusste, okay, ich will ja da rauskommen und ich kann so nicht mehr weitermachen. Und dann kam aber irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt wirklich schon im Normalgewicht. Das war jetzt rückblickend gar nicht so schlimm, weil es war wirklich ein sehr unteres Normalgewicht. Also wenn wir jetzt mal vom BMI ausgehen, dann war das eher so BMI 18,5, 19, 19,5, was ja wirklich noch sehr im unteren Bereich des Normalgewichts ist und eben auch nicht mein Setpoint war. Genau, und als ich dann in diesen Bereich gekommen bin, dachte ich so, okay, jetzt reicht's ja wohl mit der Zunahme. Und da habe ich dann gemerkt, okay, da wäre es mir schon schwer gefallen, jetzt noch weiter zuzunehmen. Das war aber allerdings auch, ja, irgendwo eine wichtige Etappe, dann da erstmal so ein bisschen mich dran zu gewöhnen und eben, ja, die neuen Essensroutinen eben zu festigen, einfach die Basis zu festigen. Und das war aber auch so, dass ich immer noch keine Periode hatte. Ich hatte immer noch Ängste vor Lebensmitteln. Ich hatte immer noch Zwänge und Routine und Kontrollzwang und alles, was man sich so vorstellen kann. Und das ging dann ungefähr so 3 Jahre weiter, dass ich wirklich in diesem unteren Normalgewicht hängen geblieben bin und nicht weitergekommen bin. Und irgendwann habe ich so gemerkt, nee, so kann es aber auch nicht weitergehen. Und dann im Normalgewicht dann nochmal loszugehen und da nochmal zu sagen, ich nehme jetzt nochmal weiter zu, das war natürlich alles andere als einfach. Aber es war am Ende doch der beste Weg, den ich hätte gehen können, weil ich eben jetzt so meinen Setpoint auch erreicht habe und jetzt seit vielen Jahren mein Gewicht
halten kann, ohne weiter zuzunehmen, auch wenn ich mal wirklich im All-Inclusive-Urlaub bin und vom Buffet esse. Und das ist eben auch das Schöne an diesem Setpoint, dass der Körper sich da einfach wohlfühlt, der pendelt sich da ein, alles funktioniert wieder so, wie es funktionieren soll. Und genau, das heißt, zusammenfassend kann ich sagen, dass mir die Zunahme am Anfang nicht so schwer gefallen ist und danach ist sie mir dann schon auch schwer gefallen, aber alles geht vorbei und ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Nicht wundern übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt, meine Stimme ist vielleicht noch so ein bisschen krank, weil ich war ja krank, ich hatte ein gewisses Virus und ich habe auch irgendwie eine Entzündung im Auge, aber lassen wir uns davon erstmal nicht stören und ich würde sagen, ja, die zweite Frage wäre gewesen, wie bist du mit der Zunahme im Normalgewicht umgegangen? Die habe ich ja jetzt schon relativ gut beantwortet. Da hat es mir auch wirklich sehr geholfen, einfach das Bodychecking zu vermeiden, also mich nicht im Spiegel anzuschauen, mir neue Klamotten zu kaufen, ganz, ganz wichtig, also einfach alte Sachen ausmisten, dann auch ganz viel mit meinem Freund, mit meinem Partner zu sprechen, dass ja, wie ich mich eben fühle und genau, sich einfach da auch Unterstützung im Umfeld zu suchen, und eben auch einen kleinen Social Media Detox vielleicht zu machen oder da mal einfach zu hinterfragen, welchen Accounts folge ich denn. Genau, und das waren eben so viele, viele Sachen, die mir dann geholfen haben, besser damit klarzukommen und auch immer zu verstehen, okay, meine Situation ist gerade eine Ausnahmesituation. Es ist ganz normal, dass ich jetzt mehr esse als andere am Tisch und es ist ganz normal, dass mein Körper gerade so viel Energie braucht, weil ich ja jetzt nicht in einer normalen Situation bin, sondern eben in dieser absoluten Ausnahmesituation, und für eine Ausnahmesituation gelten ja auch andere Empfehlungen oder andere Regeln als jetzt für eine normale Person, die jetzt nie irgendwie im Untergewicht war und wo der Körper halt nichts zu heilen hat sozusagen. Genau, dann habe ich eine Frage bekommen, die ich auch sehr spannend finde. Also sollte ich in der Recovery bei ausbleibendem Appetit trotzdem essen? Und ich glaube, die Antwort, die liegt relativ auf der Hand. Natürlich solltest du auch bei ausbleibendem Appetit essen. Und natürlich ist Nahrung, Lebensmittel, Essen, das ist etwas Schönes eigentlich und etwas, was uns gut tun sollte. Aber in der Recovery kommt man gar nicht drum rum, sich auch manchmal zum Essen zu zwingen, wenn man zum Beispiel Völlegefühl hat, wenn man noch gar keinen Hunger hat. Das ist ganz normal, das ganze System ist irgendwie durcheinander, der ganze Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen, normal zu essen und normale Mengen, und so kann es sein, dass man ewig satt ist von seiner Portion und denkt, oh, jetzt muss ich schon wieder die nächste Mahlzeit essen. Was ich da eben auch immer gerne mitgebe, ist, dass Essen in der Recovery nicht nur die Funktion hat, irgendwie dir Spaß zu machen und dir gut zu tun, sondern es ist deine Medizin. Und ich gebe auch immer in meinem Coaching das Beispiel, als ich zum Beispiel klein war und Husten hatte, ich hatte auch keine Lust, diesen Hustensaft zu nehmen. Ich musste den aber nehmen, um gesund zu werden. Und genauso ist es eben auch mit dem Essen in der Recovery, dass man eben nicht intuitiv sich intuitiv ernähren kann von Anfang an. Und mit intuitiv ernähren meine ich eben essen, wenn man Hunger hat und auch wenn man satt ist, weil das nun mal nicht funktioniert. Ich meine, die ganzen Hunger- und Sättigungssignale, die sind ja auch komplett durcheinander in der Situation und dann muss man ja erstmal wieder in dieses Gleichgewicht kommen, und das kann man eben nur schaffen, wenn man erstmal eine regelmäßige Mahlzeitenroutine für sich etabliert. Das heißt, sich wirklich sagt, okay, mein Tag sollte bestehen aus 3 Hauptmahlzeiten und 2 bis 3 Snacks, und die halte ich ein, egal was passiert, egal wo ich bin, egal wie mein Tagesablauf ist. Ich integriere mein Essen in meinen Alltag und nicht strukturiere meinen Alltag rund um mein Essen. Und ja, das wirklich einfach mal so durchzuziehen und sich dran zu halten und sich da eben auch mal einen Tritt in den Hintern zu geben, wenn dann die Essstörung sagt, nee, jetzt ist kein Hunger, jetzt ist das Völlegefühl, dass man sagt, nee, jetzt wird trotzdem was gegessen, weil nur so kann man eben den Körper wieder, ja, an einen Punkt bringen, wo er sich auch sicher fühlt. Genau, dann kam eine Frage zum Thema Haarausfall. Ich habe tatsächlich auch sehr, sehr stark unter Haarausfall gelitten. Ich hatte immer lange Haare und für mich war das eben auch super
schlimm, als meine Haare dann ausgefallen sind. Und jetzt sind die aber wieder super dick und gesund und ich lasse sie auch gerade wieder lang wachsen. Genau, ich habe da auch ein ganzes Video zugedreht, also wo ich über das Thema Haargesundheit gesprochen habe, kann ich euch gerne auch nochmal hier oben und in der Infobox verlinken. Aber die Frage hat sich jetzt auch auf etwas anderes bezogen. Und zwar, was kann ich gegen Haarausfall tun, obwohl ich schon mehr esse? Und das ist auch eine Erfahrung, die leider viele Frauen machen müssen oder machen in der Recovery, dass eben die Haare auf einmal anfangen auszufallen, obwohl man vielleicht schon zugenommen hat oder vielleicht schon wirklich ein gutes Stück weitergekommen ist und sich dann fragt so, hä, damals, als ich irgendwie noch 5 Kilo weniger gewogen habe, sind meine Haare nicht ausgefallen und jetzt auf einmal fallen die aus. Also was soll das, ne? Und ja, bei den Haaren ist es eben so, dass die eine verzögerte Reaktionszeit haben. Das heißt, da so wie deine Haare jetzt reagieren oder wie deine Haare jetzt sind, ist ein Resultat von dem, was du von vor 6 Monaten oder 12 Monaten gemacht hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel vor 6 Monaten dich wirklich im Untergewicht befunden hast, dann kann es sein, dass deine Haare erst 6 Monate später ausfallen und dass das eben das Resultat ist von dem, was in der Vergangenheit war. Das heißt, das, was du jetzt tust, das wird sich erst in ein paar Monaten auf deine Haargesundheit eben auswirken. Ich weiß, das ist ein bisschen frustrierend und das ist ein bisschen blöd, aber ja, allein das zu verstehen, das gibt einem ja auch die Sicherheit, dass es eben besser werden wird, wenn man jetzt dran arbeitet. Genau, aber das hat mir zum Beispiel damals auch ein bisschen gefehlt. Also einfach die Aufklärung, wieso fallen meine Haare jetzt auf einmal aus, obwohl ich gerade auf dem Weg der Besserung bin. Aber das liegt eben genau an dem Punkt. Genau, dann kam eine Frage oder auch mehrere Fragen zum Thema ausbleibende Periode. Und zwar, ist es möglich, trotz ausbleibender Periode schwanger zu werden? Ja, eine interessante Frage. Also es ist ja da auch immer wichtig zu verstehen, was passiert denn überhaupt bei einer ausbleibenden Periode. Und bei einer ausbleibenden Periode ist es ja nicht nur, dass die Blutung quasi nicht mehr da ist, sondern eben auch der Eisprung. Und ohne Eisprung ist ja keine Eizelle da, die befruchtet werden kann, also kann auch keine Schwangerschaft entstehen. Und es ist eben im Zyklus so, dass der Eisprung immer 10 bis 16 Tage vor der Periode stattfindet. Das heißt, du hast deinen ersten Eisprung, bevor du deine erste Periode wieder bekommst. Und wenn du jetzt mitten in dieser Phase drin bist, wo deine Periode wirklich ausbleibt und keine Anzeichen da sind, dass du dass sie wiederkommt, dann bist du nicht fruchtbar. Dann kannst du nicht schwanger werden. Trotzdem würde ich in dieser Situation oder in dieser Phase nicht auf Verhütung verzichten, wenn du nicht schwanger werden möchtest, weil es eben, wie gesagt, so ist, ne, dass der Eisprung vor der ersten Periode stattfindet. Und wenn du jetzt zum Beispiel wirklich in dem Prozess auch drin bist, deine Periode wiederzubekommen, dann ist es ja so, dass dein Eisprung irgendwann stattfindet. Und vielleicht bemerkst du das auch gar nicht oder du nimmst das nicht wahr oder du hast das irgendwie nicht gemerkt, keine Ahnung. Und ja, hast dann nicht verhütet und auf einmal bist du schwanger und du dachtest dir so, hä, ich habe doch meine Periode nie bekommen. Aber es ist möglich, eben schwanger zu werden, ohne deine Periode jemals zurückbekommen zu haben. Genau, und bei der hypothalamischen Amenorrhoe ist es ja auch so, dass es keine unheilbare Krankheit ist, sondern es ist ein vorübergehender Überlebensmodus, in den dein Körper verfällt. Und sobald der Körper sich wieder sicher fühlt, wird er die Fruchtbarkeit und deinen Zyklus auch wieder ankurbeln. Das heißt, auch wenn du 10 Jahre lang unter einer ausbleibenden Periode gelitten hast und du hast einen Kinderwunsch und du bekommst deine Periode wieder, dann kannst du ganz normal schwanger werden. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die bestätigt haben, dass eine Frau, die mal unter einer ausbleibenden Periode gelitten hat, sie aber wiederbekommen hat und dann schwanger geworden ist, dass das kein Risiko irgendwie für die Schwangerschaft, ja, dass es nichts verschlimmert oder dass es da nicht ein zusätzliches Risiko gibt, sondern wenn die Frau schwanger ist, ist die genau den gleichen, ja, Risiken ausgestellt wie eine Frau, die niemals irgendwelche Beschwerden hatte. Das war nämlich auch immer eine Sorge, die ich auch selber hatte, dass ich dachte, ich habe 5 Jahre lang keine Periode gehabt, wenn ich dann irgendwann mal schwanger werden möchte, ob das dann ein Risiko irgendwie für mich bedeutet, aber das bedeutet es Gott sei Dank nicht. Und sobald alles eben wieder funktioniert, kann man ganz normal schwanger werden und alles
funktioniert dann auch wieder. Genau, dann kam eine Frage zum Thema unregelmäßige Periode. Also was kann man machen, wenn man eine unregelmäßige Periode hat? Und genau, da ist erstmal die Frage, was ist eine unregelmäßige Periode? Weil es ist eben auch in einem ganz normalen, gesunden Zyklus normal, dass nicht jeder Zyklus gleich lang ist, nicht jeder Zyklus sich gleich anfühlt oder gleich ist, weil jeder Zyklus ja auch irgendwo so ein kleiner Neustart ist. Und wenn man jetzt mal einen Zyklus von 25 Tagen hat, einen Zyklus von 32 Tagen, dann ist das gar kein Problem, dann ist das ganz normal, weil jeder Zyklus, der zwischen 21 und 35 Tagen ist, ist im normalen, gesunden Rahmen und da ist auch alles in Ordnung. Wenn man aber jetzt Zyklen hat von 45 Tagen, dann von 60 Tagen, dann wieder von 30 Tagen, dann spricht man schon von einem unregelmäßigen Zyklus und da geht es eben genau wie bei der ausbleibenden Periode erstmal darum, die Ursache zu finden. Was ist denn der Grund, warum der Zyklus unregelmäßig ist? Und meistens ist eine unregelmäßige Periode eine Vorstufe von einer ausbleibenden Periode. Also dass eben die ganzen Dinge wie zu viel Bewegung, zu viel Stress, Mangelernährung, eben Verbote in der Ernährung, Regeln ja, rund ums Essen und so weiter, Diäten, eine Abnahme, eine Essstörung, dass das da eben auch mit reinspielt und dass das dann auch die Gründe dafür sind, dass die Periode unregelmäßig ist und somit gelten eigentlich für die unregelmäßige Periode genau die gleichen Empfehlungen wie auch für die ausbleibende Periode. Also da muss man jetzt nicht irgendwie nochmal besondere Empfehlungen beachten, sondern einfach sich an genau die gleichen Tipps halten und dann sollte sich das auch alles wieder ganz normal einpendeln. Genau, dann nochmal eine Frage zum Thema Periodenverlust und warum die Periode eben nicht zurückkommt, obwohl man sich bereits im Normalgewicht befindet. Und ich habe das ja, glaube ich, auch bei der ersten Frage schon ein bisschen beantwortet, dass es bei mir eigentlich genauso war, dass ich 3 Jahre lang im Normalgewicht war, laut BMI, und meine Periode aber nicht wiederbekommen habe. Und da eben auch mal ganz, ganz wichtig zu erwähnen, Normalgewicht bedeutet nicht gleich Setpoint des Körpers. Es gibt Untersuchungen, die bestätigt haben, dass alles, was BMI 21 bis BMI 23 ist, dass das sozusagen die fruchtbare Zone ist. Das heißt, die durchschnittliche Frau hat einen BMI zwischen 21 und 23 und kann da eben ihre Fruchtbarkeit gut aufrechterhalten, hat einen gesunden Zyklus und alles funktioniert ganz normal. Wenn man sich aber jetzt zum Beispiel unter diesem Bereich befindet und noch keine Periode hat, dann kann es eben sein, dass dieses Gewicht noch nicht der Setpoint ist oder nicht das ideale Gewicht vom Körper und der fühlt sich einfach noch nicht sicher und braucht da nochmal vielleicht eine kleine Zunahme, um eben wirklich diese komplette Sicherheit dann auch zu spüren. Nur so war es zumindest bei mir und es war jetzt nicht irgendwie, dass ich da nochmal 15 Kilo oder so zugenommen habe, sondern es war wirklich ein relativ kleiner Bereich, in dem ich mich dann nochmal bewegen musste und das hat dann auch dazu geführt, dass mein Zyklus eben wieder in Schwung gebracht wurde. Dann ein weiterer Punkt ist ja auch, dass das Gewicht alleine nicht ausschlaggebend dafür ist, ob die Periode wiederkommt oder nicht. Das heißt, du kannst dich auch an deinem Setpoint befinden und trotzdem super unregelmäßig essen, ganz viel Stress haben, immer noch zu viel Sport machen und das Thema ausbleibende Periode ist ja wirklich ein sehr ganzheitliches Thema, was immer ganzheitlich betrachtet werden muss und was auch bei jeder Frau individuell ist. Und genau deswegen biete ich ja auch meine individuelle 1:1 Unterstützung an, weil es eben hier auf Social Media natürlich möglich ist, die Themen allgemein rüberzubringen. Es ist möglich, zu allem einen kleinen Einblick zu geben, aber was jetzt genau für dich oder für die Frau oder für die Frau funktioniert und wo es eben notwendig ist, nochmal dran zu drehen, an welchen Stellschrauben, das ist total individuell und genau deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, sich dann da eben individuell und persönlich unterstützen zu lassen. Aber ich würde dir da empfehlen, einfach nochmal zu hinterfragen, ne, ob das denn wirklich jetzt so das Gewicht ist, was dein Körper haben möchte, wie lange du dich auch schon in diesem Gewichtsbereich befindest, weil manche Körper brauchen auch einfach ein bisschen Zeit, um diese Sicherheit zu spüren und eben isst du regelmäßig, machst du nicht zu viel Sport, gibst du deinem Körper Nährstoffe, die er braucht. Das sind alles Fragen, die du dir da nochmal stellen kannst. Genau, ich würde sagen, ich beantworte dann noch eine letzte Frage und zwar, wie hat sich dein Selbstbild nach der Recovery
verändert oder entwickelt? Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Frage. Also mein Selbstbild hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Ich kann mich jetzt wirklich viel, viel besser so akzeptieren, wie ich wirklich bin. Ich kann viel mehr für mich einstehen. Ich bin viel selbstbewusster auch geworden. Und eben gerade so dieser Punkt für sich einstehen und für seinen Körper einstehen und eben auch zu lernen oder zu erkennen, was braucht mein Körper jetzt. Und wenn ich da irgendwie jemand sehe, der 7-mal die Woche für 2 Stunden ins Gym geht, dachte ich früher, boah, ich muss das auch so machen. Aber jetzt weiß ich einfach, was mir gut tut, was meinem Körper gut tut. Ich fühle mich einfach wohl in meinem Körper, obwohl ich natürlich jetzt mehr Gewicht mit mir rumtrage als eben damals. Aber da ist eben auch so der Punkt, das Gewicht sagt nichts darüber aus, wie du dich in deinem Körper fühlst oder ob du dich wohlfühlst oder nicht, sondern das hat so viel mit anderen Themen zu tun. Natürlich auch mit dem Umfeld, ne? Fühlst du dich wohl in deinem Umfeld? Arbeitest du an deinen Zielen? Verwirklichst du deine Träume? Und es sind eben wirklich viele, viele Bausteine, die sich bei mir einfach zusammengefügt haben, dass ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle. Und es ist eben ja einfach total schön, diese Entwicklung zu spüren oder zu merken, dass man auch dann immer reifer auch irgendwie wird und selbstbewusster, selbstständiger auch. Und das ist total schön und es hat sich zu 100% gelohnt, auf jeden Fall diesen Weg zu gehen. Also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich der Angst zu stellen, aus der Komfortzone zu gehen und einfach immer bereit zu sein, an sich zu arbeiten. Sich niemals damit abzufinden, wie die Situation ist, weil man hat so viel liegt in der eigenen Verantwortung und wie Menschen, wir begeben uns super schnell so in diese Opferrolle, zu sagen, boah, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, es ist zu schwer, es ist zu hart und so, ich armes kleines Ding, so ein bisschen in dieses Mindset zu fallen und einfach, ich glaube, es ist einfach da an der Zeit dann zu sagen, nee, halt, stopp, ich bin selber für mich verantwortlich, ich bin selber dafür verantwortlich, auch irgendwo, wo es mir gerade wie es mir gerade geht, und das hört sich vielleicht auch so ein bisschen hart an irgendwie, das zu sagen, weil ich weiß, man hat sich diese Essstörung nicht ausgesucht, aber man kann sich bewusst dafür entscheiden, da sich dagegen zu stellen und eben an sich zu arbeiten. Und dafür möchte ich ja auch gerne hier sein, um einfach diese Message rüberzubringen, um diese Motivation eben auch rüberzubringen. Und ich kann euch auch gerne hier oben auch nochmal und in der Infobox ein Video verlinken, wo ich nochmal mehr auf das Thema vollständige Recovery eingegangen bin, ob das möglich ist, wie das bei mir war, und das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Und dann würde ich sagen, wir beenden das Video auch an der Stelle, damit es nicht zu lang wird. Falls ihr euch aber nochmal einen zweiten, dritten, vierten Teil von dieser Q&A-Serie wünschen würdet, dann schreibt mir das doch super gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch immer eure Fragen in die Kommentare schreiben. Ich speichere mir das dann alles ab und beantworte das dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.